Hallo und herzlich willkommen zur 82. Folge unseres Jagged Alliance 2 Let's Plays mit dem 1.13 Community Mod. Ich bin der Palzi. Wir sind immer noch an der Universität. 7 Feinde verbleiben hier in dem Cambria-Sektor. Aktuell sehen wir niemanden. Das ist schlecht, weil wir den rundenbasierten Modus dadurch verlassen würden. Sind aber relativ gut ausgerichtet, sodass wir hoffentlich Interrupts bekommen sollten. Team 1, letzte Nachricht war, Wolf ist fertig verbunden. Das ist gut. Kann Palzi das mal wieder wegpacken? Sir. Und Wolf bringt da schon mal wieder ein bisschen was in Anschlag. Palzi auch. Yeah. Wie können wir vermeiden, dass wir den rundenbasierten Modus verlassen? Also wir wissen, dass hier hinter der Mauer von den 7 Feinden, also ich sag mal mehr als 3, ich würde sagen 4 bis 5 auf jeden Fall noch sind. Wobei wenigstens 2 aber auch schon verletzt sind und den Rest vermute ich, das ist ja immer so die Erfahrung bei Sektoren, dass die bestimmten Bereichen zugeordnet sind. Den Rest, die restlichen 2 bis 3 würde ich tippen, sind irgendwo hier im Westen. Heißt aber nicht, dass sie nicht doch vielleicht noch kommen. Aber wie gesagt, meine Schätzung ist 4 bis 5 Feinde hier noch hinter der Mauer. Und der Plan, das Dach zu erreichen, ist ja fehlgeschlagen. Dabei hat sich Wolf ja auch einen gefangen noch. Wir haben jetzt inzwischen 3 Leute mit signifikanten Verletzungen. Dazu kommt Grizzly mit einem Kratzer. Wahrscheinlich ein Dorn in der Tatze oder so. Und ich bin so ein bisschen ratlos jetzt. Es gibt halt verschiedene Optionen. Man versucht es über die Flanke. Aber wenn wir über die Flanke gehen, dann könnten wir in ein Wespennest stechen und den Rest auch noch auf den Plan bringen. Die Mitte hier sichern wir gut ab mit Team 2. Das sind Grunty, Ira und Fox. Die haben hier alles unter Kontrolle. So, Team 1, das sind die 8, die hier auch unten angezeigt werden. Mit denen wollten wir ja eigentlich dahin. Problem, Hauptproblem war, dass es ein Schwarzhemd gab mit einer guten Optik. Das haben wir erledigt. Diese Waffe wurde dann aufgegriffen von einem Rothemd, Big Boss, wenn ich das richtig im Kopf habe, der hier Wolf einen verpasst hat, aber inzwischen auch tot ist. Kopfschuss durch, weiß nicht, Ira oder Fox war es. Heißt aber nicht, dass nicht irgendjemand anders auf die Idee kommt, die Waffe wieder zu greifen. Ich möchte nicht raus aus dem rundenbasierten Modus. Ich mag den rundenbasierten Modus. Das heißt, wir müssen irgendwas tun. Und das irgendwas heißt erstmal, Ira, bitte Shit. Danke. So, also da sind 2. Ein gesunder Feldwebel mit einer langen Waffe und ein Hauptfellwebel gesund, aber der hat nur eine Kurzwaffe. So, das sind 2 von den vermuteten 4 bis 5. So, das reicht mir eigentlich schon bei Team 2. Wir haben die Information, wir bleiben vor allen Dingen im rundenbasierten Modus. Dann vielleicht zurück zu dem Plan. Ja, das ist probates Mittel, Palzi, hat sich bewährt. Einfach stumpf anrennen, so lange bis der Gegner überrannt ist. Ne? Du hast ja jetzt den Truppenvorteil. Sind 11 gegen 7. Da kann man auch schon mal ein paar Leute verheizen. Ne? Ziel ist wieder diese Linie als erstes.
Hier an der Stelle hat Wolf sich einen gefangen und ich werde nicht klug. Jetzt habe ich Palzi bewegt, da bewegt dich aber auch gleich noch zwei weiter. Und als nächstes Ja. dann Wolf. Die Linie wollen wir haben. Achim Franke mit einer langen Waffe. Aber du hast nicht mehr genügend. Da. Punkte. Du hast nur eine Zweieroptik, ne? Ja. Sure. Was sieht denn Achim Franke so? Hat Achim Franke schon die... Er hat ja einen relativ guten Sichtbereich, ne? Wenn man guckt. Von da bis da. Wenn der sich jetzt nach da dreht, dann sieht er Wolf. Da. Vermutlich. Ja. Grizzly, was sieht Grizzly? Wenn der weiterläuft, müsste Grizzly eigentlich einen Schuss bekommen. Sodass das rein... Nee, bleib mal. Die So, Passe. Hamus, du kannst aber mal nach da. Um da abzudenken. Dann haben wir noch Biff, Flo und Ja. Dimitri. Dimitri ist raus, der sitzt da gut. Ja, hier. Biff kann auch mal wieder das Fernglas nehmen und auch wieder zurück in Action kommen. Und wenn es da ist, 44 ist okay. Dreh dich in die Richtung und geh noch in die Hocke. Oui. Und Flo machen wir vielleicht schon bereit für Doktorspielchen. Die sitzt da hinter der Mauer, kannst mal dahin. Oh, Mist. Bin bereit. Fox 91 AP, der ist gesund. Da bin ich gewillt, es zu versuchen. Verflixt. Also es sind auf jeden Fall mindestens vier. Die Schätzung war schon mal richtig. Dem geht's schlecht, der ist gesund, dem geht's schlecht. Also zwei angekratzte war auch richtig, die These passt. Und dann haben wir mindestens zwei gesunde. Und dann Fragezeichen, ob noch ein weiterer. Ira. Die hocken eh, da brauche ich gar nicht die Waffe wechseln. Wolf. Kriegst du einen Kopfschuss hin, Wolf, auf einen Rennenden? Leider nicht, sagst du. Grizzly sieht den nicht. Das heißt, Grizzly ist zu weit weg da. Grizzly muss rein. Sieht da aber immer noch nichts. Der Rest ist okay, glaube ich. Ja, Biff. hier. Ja, so viel sieht er da auch nicht. Die Passe. Aber es ist ausreichend. Die tanzen alle hinter der Mauer. Ich glaube nicht, dass die Flanke wirklich gefährdet ist, aber das heißt, wir müssen jetzt Da, irgendwie da. noch zusehen, dass wir Igor noch reinbringen. Igor sieht mit seiner Optik aber nichts. Palzi auch nicht. Wie weit kann Hier. Palzi sehen eigentlich? Nicht gut. Müsste weiter rein, aber ich bin nicht gewillt, das zu machen. Und Achim Bin Franke hat bereit. vielleicht auch die Nase voll. Fox, der
steht Fox und er rennt nicht, er geht nur. Na, also. Schlaf schön. Ja, ich liebe es, wenn du das sagst. Bin bereit. Dem geht's schlecht und du hast nicht genügend Agi. Der hat jetzt die Waffe von dem Schwarzhemd aufgehoben. Du hast leider auch nicht mehr genügend AP für einen sauberen Schuss. Nee. Denn der steht ja. Der hat auch irgendeine Waffe aufgehoben jetzt. Aber der ist wichtiger. Der hat die Schwarzhemdwaffe mit der guten Optik gehabt. Von mir aus können wir hier weitermachen mit Tontauben schießen. So ist das nicht. Bin bereit. Der hat sich auch wieder irgendeine Waffe gekrallt. Die Seite ist okay. Gucken wir uns mal die an, was hier jetzt geht. Igor mal in den Schleichmodus. Wen gebe ich Igor mit? Hamus lohnt nicht mit der Waffe. Wolf ist zu angedengelt. Der einzige, der sinnvoll ist, ist Palzi. Hier. Und oder Grizzly. Aber Grizzly hat die 7er Optik. Na gut, wenn er mit der 7er Optik hier irgendwie hinkäme, wäre das auch hilfreich. Wie wäre es mit Palzi und Grizzly? Ja. Also, Grizzly. Hier. Palzi. Auch Stealth Mode an hier und dann krabbeln wir mal. Das wiederum heißt, wir brauchen da noch ein bisschen Unterstützung. Das heißt Einsatz für Flo. Solltest vielleicht dann auch die Waffe bereit machen, wirklich. Geht besser. Amus kann auch ein Stück vor. Langsam rein. Ja, hier. Und unser Angsthäschen Biff lassen wir da sitzen. Ja, hier. So, Igor. Das ist jetzt extrem riskant, was ich mache, weil... Hier. Die Leute halten Großteil ihrer AP für das heimliche Krabbeln verwenden. Geh passen. Biff muss ja auch noch mit rein. Da ist nichts, was sich lohnen würde. Bin bereit? Ja, sie ist bereit. Kopfschuss auf gesunden Menschen mit einer Langwaffe. Hat gesessen. Fantastisch. Ja, fantastisch. So, damit waren es nur noch 4. Verdammter Mist. Achim Franke ist kritisch. Wolf sieht Achim Franke. Letzte Aim-Level brachte nichts. Vorletzte auch schon nicht. Dann nimm den. Aui? Aui? Ich kann es versuchen, aber es wird sicherlich nicht gelingen. Aber ein bisschen Spaß muss sein. Aui? War das jetzt noch von ihm die Blasen da oder sitzt da tatsächlich ein zweiter? Das Team sieht niemanden. Aber
aber auch keine Notwendigkeit, da irgendwas aktuell zu ändern. Wir müssen jetzt hier aber vorsichtig sein. Wer sieht den denn? Achim Franke. Der letzte Aim-Level bringt tatsächlich was. Hau raus. Na ja. War es wert, würde ich sagen. Ja, hier. Biff. Mit reinbringen hier. Darfst auch die Waffe wechseln. Also darfst auf die Waffe wechseln. Die Passe. Amus, roll mal einen rüber noch. Und dann das Stealth-Team. Hier. Ich bin jetzt nur einen gekrabbelt mit ihm, weil ich möchte, dass die anderen ein bisschen aufschließen. Ja. Ja, hier. Ah, Biff, das reicht nicht für einen Schuss, aber Flo, hier, Flo, das ist doch Reichweite. Für Hamus nicht, aber du, Flo. Flo, komm, Rübe. So, der hat sich jetzt schön bewegt. Ich höre. Es gehen nur Kopfschüsse. Ja. Wenn wir Grizzly jetzt einen reinbringen. Dann kann er auch noch einen Kopfschuss versuchen. Letzte bringt nichts. Hier. Da. Igor und Palzi weiter. Wie viel haben wir noch? 4 Gegner. Es könnte der letzte hier sein. Es kann aber auch noch einer rumturnen hier. Igor müsste sich noch einen drehen, um den zu bekommen. Möchte ihn aber lieber hier rüber rollen lassen, noch ein bisschen. Palzi. Palzi einen rein. Muss er sich dann drehen oder nicht? Nee, muss er nicht. Kann also auch nochmal einen Kopfschuss wagen. Palzi ist der Beste. Operation gelungen. Patient tot. Ja, so langsam aber sicher kriegen wir doch hier bisschen was auf Reihe. Hier. So, da ist immer noch alles okay. Wir sehen mal wieder nichts. Drohen damit in den aus dem rundenbasierten Modus rauszurutschen. Aber da. Bis das passiert, würde ich sagen, weiter hier. Hier. Immer weiter. Schön am Rand lang. Grizzly auch wieder schleichen an bei dir. Ja. Okay. Wenn wir jetzt eh rausgerutscht sind, dann können wir mal kurz nachladen überall. Biff. Biff sitzt. Biff, nee, er sitzt ja gar nicht mehr hinterm Busch. Ich würde sagen, er sitzt hinterm Busch und guckt sich ein Magazin an. Team 1 müssen wir dann definitiv auch wieder. Oh, Grizzly hat noch gar nicht so viel geschossen. Grunty sowieso nicht, weil er die Flanke deckt. Bei dir ist nichts passiert. Ira, müssen wir ein bisschen nachladen.
bisschen Munition im Truck. Das ist gut. So, dann haben wir alle nachgeladen. Dann einmal kurz hier speichern. Und wieder runter. Und dann Team 2 als erstes wieder die Waffen in Anschlag bringen. Ja. Yep. Ein paar Eurer brauchen wir nicht. Dann Team 1 yep. Wolf. Ja, hier. Biff. Oui. Flo. Gepasse. Hamus. Und den Rest? Ja, da. Da, da. Ja, da. Lass mal ein bisschen schleichen. Verstanden. Okay. Verstanden. Wo geht Grizzly denn da lang? Mann, oh Mann, oh Mann. Also wie die ja, lang manchmal gut laufen. Grizzly ja hoch da. Hier. Falzi. Da, da. Igor. Hoch. Hier. Da, da. So, wenn wir hier vorne sind, dann holen wir den Rest nach. Aber bis dahin kann noch ein bisschen Wasser den Rhein runterfließen. Oder in meinem Fall die Spree. Ja. Grizzly hat eigentlich an sich die beste Optik. Aber mit dem sollten wir vielleicht mal ab und zu gucken. Da, da. Igor sicher mal nach da. Und yeah. Palzi. Von da wird nichts kommen, glaube ich nicht. Klar. Aber man kann ja nie wissen. So, das wiederum bedeutet dann, dass wir das Team jetzt nehmen. Sir. Erstmal Alt-Z. Damit für das Team ja hier auch der Schleichmodus Sie aktiviert ist. Oh, Flo hat einen Punkt Kraft gewonnen. Sie ist doch die Beste. Gepasse. Amus. Oui. Aui, Flo. Ja, hier. Piff. Sir. Da drüben. Wolf. Hier ist etwas. Hier ist etwas. Da könnte eine bessere Waffe vor allen Dingen für... leg dich mal hin, bevor du... Waffe in Anschlag bringst. Eine bessere Waffe für Hamus dabei sein. Da sollten wir auf jeden Fall mal gucken gehen. Denn mit seiner Pistole ist ja... Ja, hier. Eigentlich nichts drin. Biff. Und da, da. Flo. C'est bon. C'est bon, c'est bon, j'ai vraiment. Ich finde diese Kurzsprüche, einerseits nerven sie ja nach einer gewissen Zeit, andererseits finde ich, du gehst doch nochmal rüber auf die andere Seite der Mauer. Einerseits nerven sie nach einer gewissen Zeit, andererseits irgendwie animieren sie einen ja doch irgendwie zu ein bisschen Fröhlichkeit. Was ist denn eine M3 Convertible? Ist das die... Das ist eine Saiga, das ist eine Schroti. Ich würde mir gerne die da ansehen. Aber vorher kommt Team 2 ins Spiel. Und da als erstes die Ira. Okay. Schaut mal hier. Und auch für euch bitte den Stealth-Mode an. Und dann guck mal in die Richtung, Ira. Bin bereit. Fox. Ja. Ja. Und dann Grunty. Jawohl.
Bin bereit. Fox hätte ich gerne auf der Linie etwa. Das heißt, noch da gucken. Ja! Grunty. Noch da sichern. Yep. Seid ihr bereit? Sie sind hier. Und da haben wir doch den nächsten Kaschuben. Speichern, denn wir sind wieder im rundenbasierten Modus. Hervorragend. Dann nehmen wir doch glatt den Superlativ. Torso geht mal wieder nicht, aber ein hübscher Kopfschuss wäre doch was Feines, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob die Position des Fadenkreuzes tatsächlich Auswirkung hat. Der hat mal nicht gesessen. Aira. Yep. Ich brauche dich jetzt hier. Position ist E. Da liegt was. Bekannt für den Gegner jetzt. Was sieht Bin Fox? Bereit? Was sieht Fox? Hat das da eigentlich in Sicht? So haben wir sie ja auch extra platziert, ne? Ja. Yep. Das heißt, Aira, ist die Tür sicher? Die Tür ist nicht sicher aktuell. Denn wenn hier in der Position jemand steht, sieht der Aira. Also Aira nach da sichern. Ja. Grunty ist nicht durch Buschwerk gedeckt. Grunty. Hier können wir erstmal Trupp ausmachen. Hätte ich gerne da drin. Und erstmal hinlegen. Dann müsste er außer Sicht sein, denn das war ja ein kleines Fenster da. Hoffe ich. Ansonsten bin ich mal wieder... Ja. Geäfft. Ja. So, der... Von dem Trupp hier ist noch nichts bekannt. Das heißt, die würde ich tatsächlich ein bisschen reinbringen wollen da. Jetzt. Hier. Und bei den anderen weiß ich nicht. Hamus muss auf jeden Fall noch ein Stück rein, um sich das anzusehen. Wir müssen aber genügend Punkte übrig behalten, damit er sich noch hinlegen kann. Und das ist da der Fall. Wenn da jemand gewesen wäre, hätte er geschossen. Aber Wolf da jetzt hinzubringen, an die Position, ist das sinnvoll. Ich denke, was sieht ein Wolf? Nee, Wolf will ich. Sure. Wenn da jemand an die Mauer rennen will, dann ist das, sieht Wolf denjenigen. Also ist das erstmal okay. Ja, ja. Was machen wir mit Biff und Flo? Auf die andere Seite der Mauer bringen. Biff, komm, Wächter. Und das gleiche für Flo auch. Und dann fertig. Aui. Aui, aui. Da, da. Ja. Wie ist der Plan, Palzi? Palzi hat keinen Plan, wie immer. Wir fangen an mit Team 2. Fox sieht den. Aber wieder nur den Kopf, ne? Ja. Versuch's. Der ist stark, ne? Ja, Hauptfeldwebel, okay. Grunty.
Hocke. Dahin drehen. Und auch du siehst nur den Kopf. Komm, nimm ein. Brachte nichts. Du bist auf einer Linie mit Flo und ich weiß nicht, ob der unbedingt gut so weit sehen kann. Wenn das aber die periphere Sicht schon ist. So, was wir machen können, ist aber versuchen, Aira ins Spiel zu bringen. Ich will nicht so nah. Hier ist eigentlich ganz sexy. Dann hinbringen. Waffe in die Richtung. Dann. So. Das wäre erledigt. Das ist Team 2. Team 1. Ja. Grizzly. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das unter Kontrolle bekommen. Da, da. Igor muss aber dabei die Flanke auf jeden Fall decken. Hier. Balzi. Ist schon sehr nah am Rand. Und da ist ein Loch und da ist ein Loch. Ist okay, so kannst du bleiben. Ich höre. Wolf hat das da. Ja, hier. Biff. Ich würde Biff gerne bis da bringen. Ich weiß nicht, ob hier Türen offen sind. Ah ja, jetzt haben wir da zumindest ein bisschen Sicht. Dann zieh Bob bitte die Rübe ein. Aber wir wissen, dass da zumindest direkt an der Tür niemand ist. Flo. So, und dann haben wir noch Hamus. Im Moment ist mir das ein bisschen zu riskant, dahin zu springen. Nicht das gefunden. M21 Tactical. Ist das ein Scharfschützengewehr? Könnte das das Ding sein? So, das war das Team. Wolf ist da gut, wo er liegt. Aktuell. Team 2 sind wir auch durch. Dann bin bereit. Runde beenden. Es ist nicht viel passiert. Wie viele Gegner haben wir noch? 3. Ja, aber mit den 3 Gegnern, liebe Leute, müssen wir uns dann ein andern Mal beschäftigen. Denn ich muss zum Essen. Tisch reserviert. Von daher, ja, ich hoffe, dass diese Folge gefallen hat und ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.